keiner auf, wenn es um dich geht. Ich geb niemals auf, es ist nie zu spät. Mich hält keiner auf, ja, das schwör ich dir. Alles ist vertraut zwischen dir und mir. Liebe Zuschauer von Gute Laune TV, herzlich willkommen. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast neben mir sitzen, und zwar den aktuellen DSDS-Gewinner Prinz Damien. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich finde es ja super, dass wir uns jetzt mal hier so bei Gute Laune TV treffen und nicht wie neulich beim Vanessa Mai-Konzert. Ja, wobei, das war auch sehr, sehr schnucke, lustig. Ja, sehr, das war unverhofft. Nicht so bequem, aber es war trotzdem schön. Wie fandest du es? Ich fand das Konzert mega. Also ich wusste gar nicht, dass Vanessa Mai so eine lustige Partie ist. Also die Witze, die sie gerissen hat, ich habe so laut gelacht, ich glaube, der halbe Saal hat sich umgedreht. So ging es mir auch. Es gab so ein paar Witze, da war ich sehr überrascht, dass sie so locker, spontan sowas raushaut, ne? Ja, vor allen Dingen auch das mit der Hose oder das mit dieser Handyhülle. Die Handyhülle hat mich echt gekriegt. Ja, dazu müssen wir aber erklären, dass mit der Handyhülle, da hatte jemand eine Handyhülle mit Helene Fischer drauf. Und Vanessa Mai meinte ja dann, ey, das ist die falsche Handyhülle. Ja. Sehr lustig. Und sehr spontan, da muss man dann auch erstmal auf die Reihe kriegen, ne? Was hat dir am besten gefallen? Am besten hat mir gefallen der letzte Song, Ich sterb für dich, das ist mein Lieblingssong von der. Und irgendwann von Nena, das Cover. Stimmt. Das fand ich super. Und auch das Outfit mit diesen Jeansjacken-Dingern, ich finde das echt cool. Ja, da waren viele Outfitwechsel dabei. Diese Tanzeinlage, wo sie so aussieht wie Britney Spears mit diesem Silberanzug und bauchfrei. Also die hat echt eine perfekte Figur. Ja, da waren wir wohl alle sehr überrascht. Mhm. Eine tolle Show. So, du kennst ja Vanessa Mai eigentlich von DSDS. Ja. Da saß sie in der Jury. Wie hast du die Zeit bei DSDS erlebt? Also die Zeit bei DSDS war bisher die geilste Zeit in meinem Leben. Nie hat man so viel Input bekommen und war so lange quasi im Fokus wie da. Also das war einfach toll. Die Leute, das Team hat man super kennengelernt. Das war dann wie so eine kleine Familie, die zusammengewachsen ist. Und heute ist man auch ab und zu noch im Kontakt mit den Leuten. Also es ist echt eine geile Zeit gewesen. Es ist ein super Sprungbrett. Du machst ja schon länger Musik. Ja. Wie kamst du zu der Entscheidung, hey, jetzt möchte ich zu DSDS gehen? Oh, ich glaube, ich habe gestern darüber nachgedacht, wie lange ich eigentlich schon Musik mache. Und das sind über 10 Jahre so, sozusagen. Und es kam relativ spontan, zu DSDS zu kommen. Also mein Opa sah das mit der Musik immer sehr skeptisch. Als ich dann meine eigenen Auftritte hatte und auch so rumgereist bin, hat er gesagt, ja, Mai, das ist immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Geh halt zum Dieter, der sagt dir dann schon, ob du wirklich was Gescheites kannst oder nicht. Und eines Abends hat er das so energisch gesagt, hat mich wirklich angeschrien, hat gesagt, dass ich halt Depp bin, ich soll zum Dieter Bohlen gehen und so. Und 2 Tage darauf hatte ich einen Gig in Dortmund und musste über Köln fahren. Und da habe ich meinem Gitarrist gesagt, hey, wollen wir hingehen zum DSDS-Casting? Denn wir haben so ein Plakat gesehen, da sind wir einfach hin und der Rest ist quasi Geschichte. Ja, und dann hast du DSDS gewonnen. Mhm, total crazy. Eigentlich habe ich mir nur erhofft, dass man dann ein bisschen mehr Publicity bekommt, dass man dann öfter und größer auftreten kann. Und jetzt ist es halt richtig ins Schwarze getroffen gekommen. Wahnsinn. Ja. Du hast mittlerweile 2 Singles veröffentlicht, Glücksmoment und Mich hält keiner auf. Yes. Was muss passieren, dass du mal sagst, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gebe ich auf? Oh, da muss schon sehr viel passieren. Also wenn ich etwas wirklich, wirklich, wirklich vom Herzen will, dann hält mich wirklich nichts auf. Dann gehe ich wirklich den Weg, also auch gerne den harten, steinigen Weg, der länger dauert. Hauptsache, ich komme an mein Ziel. Also entweder ich sterbe im Kampf oder gar nicht. Also es gibt einfach nur Gewinnen oder Verlieren. Aber niemals ohne Kampf. Okay. Mich hält keiner auf, da tanzt du ja im Video auch. Und du bist ja auch eigentlich Tänzer. Hast du die Choreografie selber gemacht? Die Choreo habe ich nicht selber gemacht. Die hat der liebe Dennis und die Ini, also die von DSDS, die Choreografen, die haben die Choreos gemacht. Aus einem ganz einfachen Grund, weil man nicht so viel Zeit hat. Also die kümmern sich quasi, während man andere Sachen zu tun hat, kümmern sie sich um die Choreos, damit man da quasi einen freien Kopf hat. Aber ein bisschen Input kann man da schon geben. Man kann sagen, ja, ich will das so und so und so haben. Ja, eben, weil du ja auch selbst dann Choreos machst. Mhm. Wie kamst du zum Tanzen? Boah, das war
Keine lange Geschichte. Ich war in ein Mädel verliebt und die hatte nie Zeit. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, ich gehe zum Tanzen. Das hat irgendwie so 10 Wochen abgezogen. Damals war ich noch 12. Und dann hat sie gesagt, komm halt doch einfach mal mit. Und dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen. Mein Dad war so skeptisch, Jungs und Tanzen, das ist so ein bisschen... Und da hat meine Mom gesagt, nee, geh hin, ich zahle dir das. Und seitdem tanze ich quasi. Also aus dem Mädel ist nichts geworden. Also aus uns, aber mit dem Tanzen. Ja, aber sie hat dich immerhin jetzt da ja. zu ganz tollen Jobs damit gebracht, weil du hast doch auch an der Munich, jetzt muss ich es ablesen, nicht, dass ich es falsch sage, Munich International Ballet School unterrichtet. Genau. Unterrichtest du dort immer noch? Bei der Munich International Ballet School, da unterrichte ich nicht mehr, da war ich halt Dozent und habe den Mädels halt so ein bisschen beigebracht, was man noch anderes außer Ballett machen kann. Ah nee, da bin ich nicht mehr, aber die Mädels sind da sehr, sehr traurig darüber. Ja, die schreiben mir immer auf Facebook, Ma, I miss your classes, Prince. Ja, und dann wäre jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, wo ich dir meine Überraschung überreichen möchte. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Zeigen möchte. Ich bereite das mal ganz kurz vor. Oh, das war Siri. Siri. So, okay, pass auf. Es geht jetzt gleich los. Guten Morgen. Ey! Oh mein Gott! Also, hier ist die Luisa, weißt du ja. Und ich wollte meine besten Tanzlehrer auf der ganzen Welt grüßen. Oh. Fiona, glaube ich, auch, aber Fiona weigert sich, aufs Video zu kommen. Wieso? Weil du siehst, dass wir frisch aufgestanden sind. Und du siehst so frisch aus, sind. Aber naja, ich muss jetzt auch zur Schule, weil ich sonst nämlich den Test verkacke. Weil ich glaube, dass wir in der ersten schon einen Test schreiben. Du Glückspilz, echt? Du nicht. Ja, sorry. Oh mein Gott. Hab ich ganz doll lieb. Ich dich auch. Oh mein Gott, wie geil. Ja, voll liebe süß. Grüße von Luisa. Woher kennst du sie? Ja, Luisa und Fiona sind die Töchter meines Schlagzeugers. Nein, nicht... Ja, du kennst Willi ja auch, ne? Ja, okay. Ja, genau. Wie man sich über 5 Ecken kennt. Ja, hatten wir schon das Thema. Ich muss ja mal auf WhatsApp bleiben. Das ist echt witzig. Das ist echt geil. Die war auch bei der Tour dabei dann, bei der DSS-Tour. Genau. Da ist sie auch vorbeigekommen. Ja, Willi wollte mich eigentlich zu deinem Konzert mitnehmen. Das ging dann leider nicht, bei mir terminlich. Aber sag mal, wenn du jetzt so auf der einen Seite hast du das Tanzen als Leidenschaft, auf der anderen Seite natürlich das Singen. Welche Leidenschaft überwiegt da mehr, wenn du dich jetzt dafür eins entscheiden müsstest? Ich muss sagen, damals habe ich gedacht, das Singen überwiegt mehr. Deswegen habe ich auch meine Tanzausbildung damals quasi abgebrochen und habe gesagt, okay, ich mache erstmal mein Abi und danach gucke ich, was ich mit Musik alleine so machen kann. Aber jetzt, nachdem man halt wirklich viel unterwegs ist und weniger tanzen oder quasi unterrichten kann, habe ich echt gemerkt, das geht mir ab, da fehlt was. Auch wenn man auf der Bühne singt und tanzt, ist es nicht das Gleiche, als würde man jetzt wirklich eine ganze Show durchtanzen oder unterrichten. Und das fehlt halt echt. Und deswegen bin ich echt happy, wenn ich dann Zeit habe, dass ich halt zu meinen Mädels gehen kann und da auch wieder anfangen kann zu unterrichten. Weil das ist echt, echt, echt so wie ein Lebenselixier, das Tanzen. Ja, dann kannst du auch gerade weitermachen, denn ich habe gesehen, du warst letztes Jahr bei X-Factor und hast Backstage den Moderatoren kurz ein paar Tanzschritte gezeigt. Mann, dieses Video ist doch immer im Internet. Ja, magst du mir auch mal kurz... Nein? Oh, schade. Jetzt wollte ich nämlich ein paar Tanzschritte lernen, damit ich später angeben kann, damit ich jetzt voll die Moves drauf habe. Okay, aber... Das war ein UK-Special, was ich gemacht habe. Na super, ich hätte gern ein Gute-Laune-TV-Special. Aber YouTube, apropos. Ich habe ja gesehen, du bist super aktiv auf YouTube unterwegs. Und da ist mir ein Video aufgefallen mit den Fangeschenken. Wahnsinn, was die Leute dir alles schicken, oder? Ja, das war nur die Spitze des Eisbergs. Also ich habe die richtig schlimmen Geschenke euch dann nicht gezeigt. Jetzt hast du die Möglichkeit, sie zu verraten. Okay, also ich habe... Ich weiß nicht, wer mir das geschenkt hat, aber es ist so eine goldene Unterhose, ganz hauteng. Und ich weiß nicht, ich habe die mal angezogen, aber das sieht nicht... nicht so sexy aus? Das sieht zu sexy aus. Ja, das ist besser, das tragt man besser nicht. Oder nur im Geheimen? Nur im Geheimen, im Dunkeln. Also das, ich weiß nicht. Das ist aber die ist nicht aus Spitze jetzt, oder? Nee. Ich wollte schon sagen, das ist wie Lingerie für die Frau, nur halt männlich. Aber das ist einfach zu betont. Sagen wir es mal so. Ich hatte ja bei DSDS diesen Auftritt in diesem Ganzkörperanzug. Und da war auch etwas sehr, sehr betont. Genauso Hose ist das. Und das betont halt sehr. Und die liegt bei mir zu Hause. Ich halte sie in Ehren, aber ich ziehe sie nicht wieder an. Schade, das hätten wir jetzt gerne gesehen. Ja. Aber übrigens, unser YouTube wird dann auch unser Interview hochgeladen. Yes! Also super. Das darfst du dann auch hier integrieren und so. aber wir kommen jetzt mal zu deinem aktuellen Album, Glücksmomente. Ja. Dein Debütalbum.
Gibt es einen Song darauf, der dir besonders gefällt? Gibt sogar zwei Songs. Zwei? Also Bleib wie du bist, das ist so eins meiner Favorite Songs, die auch lange in meiner Playlist drin waren. Und Einfach nur geil, das sind so meine zwei Favoriten, weil die haben halt einfach so eine tolle Message. Mhm. Und wenn man die dann hört, dann denkt man sich, oh ja. Berührt dich selber. Ja, total. Du bist ja auch direkt nach deinem Sieg von DSDS auf Tour gegangen, ja, mit dem Album. Mhm. Solo-Tour, das erste Mal. Erzähl, wie ist das? Was ist das für ein Gefühl? Es ist ein total verrücktes Gefühl, weil man am Anfang, also vor DSDS, ist man halt aufgetreten und kein Mensch hat eingekannt. Also man musste sich das Publikum wirklich erspielen. Man kam auf die Bühne, haben erstmal blöd geguckt und man weiß immer nicht, ob das ankommt oder ob es nicht ankommt. Aber mhm, da bei der Tour, man geht auf die Bühne, auf einmal schreien die Leute und man denkt sich, ich habe doch gar nichts gemacht, was ist denn hier los? Es ist ein da kaputt, ist es ein Traum oder ist es Realität? Ja. Und das war auch eins der besten Erfahrungen, die man machen konnte. Wenn man halt echt sieht, dass da draußen Leute sind, die einen wirklich mögen und akzeptieren, so wie man ist, mhm, mit dem, was man quasi gemacht hat. Mhm. Und das ist einfach super, ein tolles Gefühl. Ja, das glaube ich. Was ist denn jetzt für 2017 geplant? Wie geht's weiter? 2017? Wir sind noch im Gespräch, wie das nächste Album und die Single aussehen wird. Aber ich bin da positiver Dinge. Und auf jeden Fall geht's noch mal so ganz durch ganz Deutschland. Sehr gut, du hältst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Werde ich auf jeden Fall. Wir würden uns freuen, wenn du nämlich dann mal wiederkommst. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Interview und wünsche dir alles Gute. Danke, dass ich da sein darf. Super, danke schön.